Wo jetzt noch die Öltanks stehen, wird schon bald Münchens dritte Geothermieanlage realisiert. Ab 2018 wird nach Freiham und Riem an der Schäftlandstraße gebohrt. Ende 2019 soll auf dem Gelände vom Heizkraftwerk Süd heißes Wasser für die Öko-Fernwärme an die Oberfläche gepumpt werden. Die erwartete Temperatur über 95 Grad. Bis zu 30 Megawatt können in die Netze Innenstadt, Sendling und Perlach eingespeist werden. Der neue Standort ist ideal. Es gibt zwei Gründe. Einmal haben wir vermutet, das ist durch die 3D-Seismik bestätigt worden, dass wir hier im Untergrund, wie die Geologen sagen, ein sehr interessantes Terrain haben, also eine gute Fündigkeit erwarten mit einer entsprechenden Temperatur. Auf der anderen Seite haben wir an der Oberfläche des Standorts heute schon ein Kraftwerk. Und da, wo die Kraftwerke heute stehen, haben wir auch günstige Infrastrukturen. Wir können hier in drei Fernwärmenetze einspeisen. Wir haben auch große Zugangsstraßen. Das ist ja auch, damit Bohrgerät hergeschafft werden kann. Das sind ja auch Schwertransporter. Heißes Wasser für die Fernwärme aus rund 3000 Metern Tiefe. In München und dem Umland sind die geologischen Voraussetzungen so gut wie in nahezu keiner anderen Region Deutschlands. Die Stadtwerke München haben die Zeichen der Zeit erkannt und verfolgen ihre Fernwärmevision, langfristig die Münchner Fernwärme aus rein regenerativen Quellen zu speisen. Damit spielt München weltweit eine ökologische Vorreiterrolle. Das ist also ein sehr ambitioniertes Projekt und der Anfang eines Großprojektes in München, weil München will ja bis spätestens 2040 die gesamte Fernwärme auf die tiefe Geothermie umgestellt haben. Also das gibt es weltweit bisher noch nicht, so ein riesiges Projekt. Und ist natürlich auch vorbildhaft Projekt für die Wärmewende, die bisher in Deutschland im Grunde genommen nie so richtig angegangen wurde. Die Stadt macht es jetzt vor. Und insgesamt ist dann die Region München eigentlich eine dieser Regionen, die sich aus der tiefen Geothermie wirklich sehr, sehr gut bedienen können und versorgen können. Dabei muss man eben wissen, dass der Wärmemarkt ein viel größerer Energiesenke darstellt als der Strommarkt. Heute bei Energiewende spricht man in der Regel von der Stromenergiewende. Wir gehen in München auch parallel die Wärmewende an. Außerdem soll vom Standort Schäftlandstraße noch ein zusätzliches Projekt realisiert werden. Fernkälte für den gesamten Kühlbedarf der Großmarkthalle gleich gegenüber. Ebenfalls so weit wie möglich regenerativ erzeugt. Und bis 2025 wollen die SWM nach dem Heizkraftwerk Süd noch drei weitere Geothermieanlagen bauen. Die Standorte werden nach Auswertung der Messdaten schrittweise ermittelt.